Es ist zu kalt. Ich kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Ja, ich habe jetzt 5 Tage am Stück nicht aufgenommen, weil ich war nicht da. Und ich freue mich gerade voll, Platin zu spielen. Schneebedeckt Level 41. What the fuck? Das ist hoch. Ja, und wir haben Ponita nicht dabei. Aber ich würde mal sagen, ich wechsle. Ach, wer. Ah, Marc. Das ist unsinnig, aber gut. Aber du hast dran gedacht, Nick. Sehr schön. Ein Lob an dich. So, Hengst. Huch. Das männliche Galoppa sieht aber ziemlich eigenartig aus. Muss man mal so sagen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, diese Arena zu machen. Ich kann mir das nie merken. Feuersturm? Na doch, hat es schon. Aber Flammrad ist sinnvoller. Wegen mehr Angriff und so. Also Hengst wird auf jeden Fall für diese Arena noch ziemlich praktisch werden. Warum hat Marc einen EP-Teiler? Was soll das? Ich habe das Ding doch nur gefangen, damit Riolo schneller schlüpft. Was interessiert mich Magma sonst? So, Sneeble. 42 kriege ich hin. Flammrad. Finte. Ja, mach mal. La, 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 la. Ich spule mal ein bisschen vor. Njong. So. Ah, ich nehme erstmal den EP-Teiler weg. Das geht so nicht. So. Dü, dü. Weil der EP-Teiler macht uns doch so ein bisschen das Training kaputt, finde ich. Ach, wie mache ich denn? Lucario ist dafür nicht drin, das finde ich auch nicht gut. Aber naja. Gut, wie gesagt, ich kann mir nie merken, was ich hier machen muss. Auf jeden Fall so. Dann muss ich noch den da in der Mitte wegkriegen. Wie kriege ich den? Keinen Plan. Ah doch, ich habe einen Plan. Okay, dann muss ich erstmal wieder dahin, wo ich gerade war. Irgendwie? Nee. Huh? Ah, überlegen. Überlegen, überlegen. Okay, die sind auch noch nicht kaputt. Müssen die kaputt? Ich weiß nicht, ich mach's einfach mal. So. Okay, soweit ist Nick anscheinend noch nicht gekommen in der Arena. Ist ja auch nicht schlimm. Nach oben, da und da, ja. Dann, wie mache ich den da rechts kaputt? Oder die beiden vielmehr? Ach, einfach von oben, ne? Ja, klar. Njong, njong. So, dann hepp. So. Mich hier, okay. Kann ich das irgendwie ausbauen? Ich kann in einen Trainer rutschen, sehr schön. Fühlst du dich geplättet? Aber ein guter Trainer trägt den Sieg davon, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Warum sollte ich mich geplättet fühlen? Es ist wenn dann kalt. Aber geplättet? Verstehe ich nicht. Egal. Maurice, warum ist Maurice vorne? Egal, braucht wahrscheinlich Training. Oder hat sich einfach so ergeben. Surfer ist besser, glaube ich. Ja, doch. Der tat weh. Aber egal, tschüss. Und dann wechsle ich auf Meditalis. So. Und dann gibt es einen Ableithieb, reicht. So, hole ich mir meine KP schön wieder. Hui. Schöner Kampf. So. 38, yeah. Spieler besiegt Ost-Trainer Romana. Das ist richtig. Ein guter Trainer wird unabhängig von der Situation irgendwas. Habe ich nicht mehr gelesen. Wie krieg ich... Okay, die drei sind leicht. Aber wie krieg ich den da in der Mitte weg? Ich muss irgendwie auf dieses Feld hier kommen. Aber wie? Ach, ja, klar. Okay. War gar nicht so schwer im Endeffekt. So. Dann kann ich einfach durch, oder? Ich glaube schon. Hallo, Frieda heißt sie, glaube ich. Ja, Frieda.
Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Ach scheiße, Maurice ist vorne. Egal. Pokémon, Mode, Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich meine. Mach dich bereit zu verlieren. Nein. Ich denke, ich werde nicht verlieren. Ich habe Hengst und ich habe Meditalis. Beides gut gegen Kampf gegen Eis. Und warum sollte ich verlieren? Nö, kein Bock. So, Maurice dürfte schneller sein, deswegen haue ich einfach nochmal einen Surfer drauf. Nee, okay, Eissplitter ist eine First Priority Attack, wie es so schön heißt, auch wenn ich diesen Ausdruck überhaupt nicht mag. So, das ist nicht sehr effektiv, egal. So, ich wollte jetzt einfach nur nicht, dass irgendwer anders den Schaden nimmt. Und ich hätte Hengst noch heilen können. Bisschen blöd jetzt in den Kampf gegangen. Ja, ein Ableitieb reicht wieder, würde ich meinen. Mach ruhig Schlitzer, zieht nicht so viel. Bam, bam, ba, da, dam, 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 Ableitieb, dam, 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 dü, 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 dü. Das ist sehr effektiv. Nebel wurde Energie abgesaugt, Nebel wurde besiegt und so weiter und so fort. Frostage. Frostage ist Geist, da kann ich mit Kampf nicht wirklich was reißen. Aber ich würde sagen, ich wechsle erstmal auf Mark, um Hengst zu heilen. Klingt logisch. Batterie fast leer, ja, ich weiß. Mein iPod sagte mir das gerade. Ich hoffe, der kackt jetzt nicht während der Aufnahme ab, sonst habe ich keinen Überblick mehr über die Zeit, aber egal. So, Beutel, Kumu-Milch. Hengst. So. Achso, ich muss noch drücken, ja. Ja, mach mal Spukball, habe ich kein Problem mit. Mark wird wahrscheinlich sterben. Nicht? Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Dann kann ich ja eigentlich auch noch niemanden heilen. Dann kann ich ja eigentlich auch noch keine Ahnung was machen. Konfusstrahl, auch wenn ich sowieso nicht zuerst dran bin. Jawohl, Blizzard trifft nicht. Wunderbar. Ui. Du-du-du-du-du. Entchen. Du-d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 u. Ach, jetzt habe ich wieder Konfusstrahl eingesetzt. Sinnvoll. Psychokineser. Tschüss, Mark. Schön mit dir. So, dann ist jetzt Hengst dran, ganz klar. Flammrad. Frostage hat, glaube ich, mehr Spezialverteidigung, deswegen Feuersturm auf keinen Fall. Doppelteam. Doppelteam ist lame. Ich hoffe, dass... Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Könnte. Muss aber nicht. Ne, okay. Ach, Citrobeere, lass es doch sein. Mann. Hilft doch eh nix. Spukball. Wird auf jeden Fall gut abziehen, aber ich denke nicht... Ja, war klar, dass es nicht reicht. So, Frostage ist nämlich eher so Verteidigung und Initiative. So. Tot. Jetzt müsste noch Rex Blizzard kommen. Keife. Okay, Keife, stimmt. Kam auch noch. Da setze ich nochmal Meditalis ein. Einfach wegen des Trainings. Keifel! Ich finde Keifel so hässlich, aber irgendwie hat es was. Ich denke, da brauche ich schon einen Turmkick. Ableitieb wird nicht reichen. Aber Turmkick reicht auf jeden Fall, ist eine saustarke Attacke. So. Rex Blizzard kriegt auch Meditalis, komm, egal. Und da reicht auch kein Ableitieb, würde ich sagen. Warum drücke ich dauernd so? Das ist voll hysterisch irgendwie von mir. Turmkick. Bitte triff. Jawohl. So, dann war's das. Da 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 la 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 la. Alvi!
Lame. Holzhammer. Oh, Holzhammer tut weh. Aber Holzhammer tut ihm selber weh, also war das jetzt ziemlich dämlich. Tschüss, Rex Blizzard. Dumm von dir. Richtig dumm. Naja, egal. Immerhin habe ich gewonnen. So. Level 39. Yay. 100 KP, episch. Leiterin Frieda. Ich mag dich ja schon ein bisschen. Ich bewundere... Warum gehen die Textboxen eigentlich weg? Wer hat den Scheiß erfunden bei Nintendo? Ma. Wow, du bist klasse. Du hast mir dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir ja noch das hier geben. Oberhält den Vierenorden von Frieda, was auch immer Vieren bedeutet. Was ist das für ein Orden? Das ist der Vierenorden. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und hier habe ich noch etwas für dich. TM 72... Was war es? Lawine. Lawine, jawohl. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Kannst du dir vorstellen, wie viel Konzentrationskraft du dafür brauchst? Ja, nix. So. Hep, ich raus. Und dann gehe ich erstmal Lucario holen. Weil wer braucht Mark? Ich nicht. Und... Ach, da steht, ja, Janina, aber egal. Ey, ich wollte nicht ablegen. Nee. Ich finde sowieso, man braucht eigentlich nur Pokémon bewegen. Der Rest ist total überflüssig. Luxtra ist auch rausgeflogen, genau. Ich weiß nicht. Eigentlich brauchen wir kein Elektro-Pokémon mehr, ne? Also für die Liga auf jeden Fall nicht. Ich lasse es einfach mal bei Galoppa. Ja, doch. So. Habe ich geheilt? Ich weiß nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich spul vor, weil das langweilig ist. Ba, 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 bam, bam, bam. Blitzach. So, hat irgendwer schon Kraxler beigelernt gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Kraxler. Bringe ich einfach mal Lucia, glaube ich, bei. Oder auch nicht. Soll ich das Lucario? Ich weiß jetzt nicht, wo der Attackenkerl ist. Scheiße, habe ich vergessen. Ich würde ja lieber hier Nick Zerschneider verlernen lassen und dafür Kraxler. Wartet mal. Ich guck mal eben im Internet, wo der war. Ich hab's vergessen. Bis gleich. So, okay, der war in Fledburg. Ja, das Internet ist schon praktisch. Fledburg, da. Oder Fledburg, keine Ahnung. Njong. Wusch. Eigentlich muss ich gerade mal so ein bisschen austreten, sag ich mal. Aber, naja, Let's Play ist schon irgendwie wichtiger. Warte mal, kurz unterm Pokémon Center stand im Internet. Da, ne? So. Leck doch nicht. Was soll das denn jetzt? Hallo? Dumm. Na, das fängt sich bestimmt. Aber egal, die Folge ist ja eh nicht mehr lang. Ja, fängt sich. Was meintest du mich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Welches Pokémon soll eine Attacke vergessen? Nick. So. Zerschneider soll verlernt werden. Zerschneider, das klappt doch. Ja, und so weiter. Die Stimme ist anstrengend. Nein, sollst du nicht. So. Beutel. Kraxler. Eine VM wurde aktiviert. Sie enthält Kraxler. Beibringen. Nick erlernt Kraxler. Yeah, jetzt kann Nick kraxeln. Was auch immer kraxeln bedeutet. Also das ist ja irgendwie so mühevoll irgendwie hochklettern oder so. Aber irgendwie doofes Wort. Ich weiß nicht. So. Dann will ich Nick jetzt auf jeden Fall noch davor den See der Stärke war es, glaube ich, stellen, damit er weiß, wo er hin will. Hin will vor allen Dingen, hin muss. Zwangsweise gewollt und
was auch immer. Stärke, Ulf. Ich lese fast immer Stärkefeuer, aber da steht Stärkeufer. Dumm. So. Nein, kein wildes Pokémon. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Was soll das? Ein Quiekel. Quiekel ist irgendwie lustig, aber egal. Weg. Weg. Kein Hagel. Doof. So. Gut, dann... dann habe ich jetzt noch 5... Nein! Oh! Na gut, dann halt wieder länger heute. Schneebedeck. Cooles Pokémon. Aber ich will das jetzt nicht fangen, weil ich habe keine Zeit mehr. Ah, dummer Schnee. Ah. So, Nick. Geh da hoch. Ciao.